Ja, moin! Vicky mein Name und in diesem Video werde ich dir das kleine, dreckige, dunkle Geheimnis der Möbelindustrie verraten, mit dem sie uns seit Jahren an der Nasenspitze herumführen und mit dem du richtig viel Geld sparen kannst. Stichwort Massivholzmöbel. Was bedeutet das? Na ja, ganz einfach, Trends verändern sich und Gott sei Dank tun sie das. Vor 15 Jahren war alles weiß mit IKEA-Lackmöbeln. Heutzutage schreit die Welt nach organisch. Und das nicht nur beim Essen, sondern auch bei Möbeln. Und deswegen sind gerade diese Massivholzplattentische momentan so gefragt. Die Frage ist, wie viel Massivholz sind die eigentlich? Ja, und warum sind 2 Meter mal 1 Meter Tische aus Eiche oder irgendwas so gottverdammt günstig? Wie geht sowas? Das ist ein Trick. Und den probieren wir jetzt mal aus. Und zwar hier an meinem Sekretär. Ich weiß, es ist kein Sekretär. Wir haben ihn über die Jahre aber so genannt. Ihr seht schon, das alles habe ich neu gemacht in Grau. Und jetzt passt natürlich hier oben dieses grüne Linoleum überhaupt nicht mehr dazu. Furchtbar. Weswegen ich gerne eine Optik wieder hinten hätte. Denn hier haben wir Eisengrau mit Kiefer. Und das finde ich sehr schön. Und da ich hier in der Region gerade irgendwie ein bisschen Probleme habe, an eine gescheite Kiefernbohle zu kommen, nehmen wir das nächstbeste. Und zwar hoffentlich Kiefernbaubohlen. Computer sagt nein. Die jage ich jetzt hier ein paar Mal durch den Nagelfinder 3000. Und dann schauen wir mal, was wird. Was wird? Ja, es riecht kieferig. Nope. So, gute Nachrichten und schlechte Nachrichten. Ich habe keine Nägel gefunden, ich habe aber auch keine Kiefer gefunden. Was ich gefunden habe, ist wie immer Fichte. Ich muss dazu sagen, schöne Fichte, aber immer noch Fichte. Ist mir auch ein bisschen peinlich, dass ich das nicht gemerkt habe, denn es riecht definitiv nach Bürgergeld. Es ist schwer und es hat richtig rötlich ausgesehen. Aber gut, ist jetzt natürlich nur die Frage, was machen wir jetzt? Ich würde sagen, weiter. Denn für das, was ich euch zeigen will, ist es absolut irrelevant. Nur meinem Ästhetikempfinden und dem inneren Guido Maria Kretschmar gefällt das nicht. 0 Punkte. Ich habe jetzt hier überall schon eine gerade, winklige, plane Kante angehobelt, die ich mir jetzt noch auf der Tischkreissäge spiegle, damit ich das Ganze zu einer Platte verleimen kann. Man kann genauso gut Leimholz aus dem Baumarkt kaufen. Damit funktioniert der Trick ganz genauso. Vermutlich sogar noch etwas einfacher. Sägen. Habt ihr gesehen, dass es keine Kiefer ist? Hoppala. Schreibt es mal in die Kommentare. Ich ärgere mich ein bisschen. Gebe ich ganz ehrlich zu, aber naja gut. Man lernt nie aus. Übrigens, bester Leimroller aller Zeiten. 15 Euro Amazon oder so. Ich verlinke den euch. Das ist ja wirklich... So, die Platte habe ich jetzt grob soweit fertig. Ich habe sie aus den Zwingen rausgenommen, den ganzen Leim, den Überstand abgeschabt. Mir noch ein bisschen was abgesägt. Und jetzt sieht das Ganze so hier aus. Und jetzt werdet ihr euch fragen, hä, Vicky, wo ist jetzt hier der Trick? Der kommt gleich, denn es ist ja zugegebenerweise schon etwas dick mit circa 30 mm. Aber wir wollen mehr. Mehr, Leute. XXL. Es soll aussehen, als wäre es gerade frisch gefällt. So ein Mammutbaum. Und ihr wisst, was ich meine. Deswegen machen wir jetzt den Trick. Und ein paar von euch werden mit Sicherheit etwas beleidigt sein von der Einfachheit des Trickes. Aber so macht es die Industrie auch. Und ich bin sogar ein bisschen der Meinung, dass die Art und Weise, wie sie uns veräppeln, nicht unbedingt schlecht ist, aber dazu mehr. Und dafür säge ich jetzt nochmal was ab. Aber es wird alles Sinn ergeben, ich verspreche es.
Sag mal, Vicky, spinnst du? Hast du da jetzt einfach die Abschnitte wieder angeklebt und nennst das den Trick? Ja, wenn es nur das wäre. Ich habe ja noch viel mehr gemacht. Ich musste erstmal den ganzen Überstand absägen. Ja. Vorsicht bei sowas. A, kommt man relativ schnell aus dem Winkel und dann sägt man schief und muss viel schleifen. Und noch viel wichtiger, wenn der Leim noch nicht abgebunden hat, nehmt um Gottes Willen keine Japansäge. Die setzt sich sehr schnell mit dem Leim zu und sägt danach ziemlich bescheiden. Um nicht zu sagen, sie ist uriniert, nehmt, wenn so eine Säge... Die kann man leichter reinigen. Dann habe ich erstmal noch die Löcher von den Baubohlen gestopft mit so einem Zapfenbohrer. Ich habe aber irgendwie nur komische Größen. Falls jemand ein besseres kennt, mit passenderen Maßen, Maßen, die auch maßhaltig sind und so, schreibt es mal in die Kommentare oder packt es in die Wunschliste, weil das ist, es geht, aber es geht nicht gut. Dann habe ich in der Mitte diesen riesengroßen Riss verfüllt. Ich habe es diesmal versucht, nicht mit Schwarz zu machen, sondern mit irgendeiner Farbe, die naja nicht ganz so kontrastreich zur doch eher blassen Fichte ist. Ist mir ganz gut gelungen, finde ich. Dann habe ich den ganzen Spaß hier noch hochgeschliffen bis 180 und das Ganze natürlich jetzt nochmal mit Heliacare nachbehandelt. Das Balsam ist da drauf, das ist ein Öl-Wachs-Gemisch, das zieht schnell ein, man kann es super einfach nachlegen und natürlich alles bio, organisch, ne? Schaut mal in die Videobeschreibung, es ist wie alles andere in diesem Video auch verlinkt. Heliacare ist ein Partner des Kanals seit mehr oder minder Stunde Null, ein Produkt, hinter dem ich sehr stehe. Jetzt sind wir hier und ich muss ganz ehrlich sagen, es passt überhaupt nicht zusammen. Null Punkte. Aber darum geht es ja gar nicht. Mission erfolgreich. Ihr wisst natürlich, dass hier eine Leimfuge ist und das Stirnholz an der Seite eine Unterbrechung hat und doppelt ist. Ihr und ich, wir sehen das. Aber der normale Kunde, der ein Möbelstück haben will, der weiß das nicht. Und deswegen funktioniert dieser Trick so schön für die Möbelhersteller. Und wenn ihr mir das nicht glaubt, hier, so sieht eine wunderschöne Tischplatte aus und so sieht dieselbe Tischplatte von unten aus. Es ist genau das gleiche Prinzip, natürlich mit noch ein paar Gradleisten und so weiter und so fort. Und es machen alle, ja, und es machen alle vor allem nicht so aufwendig und gut wie ich hier für euch, dass wir durchgehende Lamellen haben. Wir waren vor ein paar Wochen beim großen schwedischen Möbelhaus IKEA und deren Tische mit gleichem Prinzip, die sahen ja sowas von wild aus, aber die Leute kaufen es und ich kann es auch irgendwo verstehen. Das ist nämlich die Antwort auf die Frage, warum ich denke, dass der Trick vielleicht gar nicht mal so schlecht ist. Denn ob wir wollen oder nicht, wir leben in einer sehr schnelllebigen Zeit. Es gibt nicht mehr nur Fast Fashion, es gibt mittlerweile auch Fast Furniture. Schnelle Möbel. Wortwörtlich übersetzt. Das heißt nichts anderes, dass sogar ein Möbelhaus einen saisonalen Katalog rausbringt. Ja, es gibt Kollektionen, hat IKEA erfunden. Und die wenigsten Menschen haben Möbel noch 20 oder 30 Jahre wie früher. Dementsprechend muss es auch irgendwie anders gebaut werden. Ja, die Leute sollen sich das ja noch leisten können. Und deswegen geht man solche Schritte. Bei dieser Art von Vorgehensweise spart man natürlich in dem spezifischen Fall dann ein bisschen Holz. Grundlegend ist das eine ziemlich pfiffige Idee. Gerade für den Heimwerker, dessen Geldbeutel nicht bis zum Bersten gefüllt ist. Ob die Möbel Industrie generell mehr Holz einspart, weil sie die Platten dünner machen, dafür aber jedes Jahr neue Kollektionen mit was weiß ich nicht für Zeug rausbringen, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Schreibt mir doch mal eure Meinung dazu in die Kommentare und wenn euch das Ganze hier ein Stückchen weitergebracht hat, lasst mal ein Abo da, Leute. So langsam kommen wir den 50.000 immer näher. In diesem Sinne bis zum nächsten Video. Ciao!